So, moin und herzlich willkommen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Vortrag im Rahmen unserer dritten Public Climate School, die von den Students for Future in Deutschland organisiert wird. Mein Name ist Hauke von den Students for Future Braunschweig und wir wollen in dieser Public Climate School die Themen Klimawandel, Klimagerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Ökologie in den Alltag der Hochschulen und der Schulen bringen. Und dafür haben wir uns heute einen Gast eingeladen, nämlich Dr. Axel Donn, und zwar vom Thünen-Institut für Agrarklimaschutz. Außerdem ist er auch noch Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Braunschweig, und zwar im Institut für Geoökologie. Und er forscht zu Humusvorräten und deren Veränderungen. Und das ist auch unser heutiges Thema. Und diesen Vortrag, den Dr. Don gleich halten wird, wird etwa 30 Minuten gehen. Und danach werden wir noch in ungefähr 15 Minuten Zeit haben, Fragen zu klären und ein bisschen zu diskutieren, hoffentlich. Dafür bitte ich euch, ihr könnt die Fragen entweder als Nachricht an mich oder in den Chat schreiben und dann können wir die am Ende aufgreifen. So, dann möchte ich aber auch das Wort übergeben. Bitteschön. Ja, auch von meiner Seite. Hallo zusammen. Freut mich sehr, dass im Rahmen der ganzen Diskussion um Klimaschutz und Nachhaltigkeit das Thema Humus auftaucht und jetzt hier behandelt werden kann und dass ich hier eine Präsentation geben kann zu dem, mit dem wir uns beschäftigen. Klimaschutz und Humusaufbau, wie hängt das zusammen? Und hier müssen wir immer auf den globalen Kohlenstoffkreislauf gucken und sehen hier, dass schon jetzt nicht das gesamte CO2, was wir emittieren aus fossilen Rohstoffen in der Atmosphäre bleibt, sondern ein Großteil wird vom Ozean aufgenommen, aber auch vom Land. Es gibt diese Senken, die ungefähr die Hälfte der Emissionen im Moment wieder klimaunschädlich machen. Und eine Rolle dabei spielt auch der Boden. Und das wollen wir uns genauer angucken. Bodenkohlenstoff nennt man auch Humus, denn Humus besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff. Und man kann das auch C-Org nennen. Das ist im Prinzip immer das Gleiche, das, was Sie kennen, vielleicht, wenn Sie einen Kompost haben. Wo steckt der ganze Kohlenstoff, wenn man diese globale Betrachtung hat? Natürlich sehr viel im Ozean, in der Tiefsee, aber an Land steckt ganz viel Kohlenstoff im Humus im Boden. Das sind 2500 Gigatonnen Kohlenstoff und das ist dreimal so viel, wie als CO2 Kohlenstoff in der Atmosphäre ist oder wie als Kohlenstoff in der Biomasse von der Vegetation gebunden ist. Der Boden ist also hier der größte Kohlenstoffspeicher an Land. Und wir verlieren immer noch Kohlenstoff durch Entwaldung aus der Vegetation. Wir emittieren immer noch viel zu viel Kohlenstoff aus fossilen Rohstoffen. Wenn man diese jährlichen Treibhausgasemissionen ins Verhältnis setzt zu dem, was wir an Kohlenstoff im Boden haben, dann kommt man auf eine Zahl von 4 Promillen. Und das ist der Landwirtschaftsminister aus Frankreich, der ehemalige, der 2015 schon diese Zahl in der Hand hatte und gesagt hatte, wenn wir die Humusvorräte, die Bodenkohlenstoffvorräte jedes Jahr nur um diese 4 Promille erhöhen könnten, könnten wir sämtliche Treibhausgasemissionen der Menschheit unschädlich machen. Und Humus ist nicht nur wichtig für den Klimaschutz, sondern Humus ist gleichzeitig wichtig auch für die Bodenfruchtbarkeit, für die Ernährungssicherung und für die Klimaanpassung. Humus hat also viele Funktionen und wir sollten uns darum kümmern und diese 4-Promille-Initiative, die er gestartet hat auf der Klimakonferenz in Paris, da haben mittlerweile viele Länder unterschrieben, viele Firmen, viele Initiativen, auch Deutschland ist dabei. Und sie verfolgt dieses Ziel, mehr Humus in den Boden zu bekommen, in der Hoffnung, damit auch was für den Klimaschutz tun zu können.
Negative Emissionen sind das, wenn Humus im Boden festgelegt wird. Und negative Emissionen kennen Sie aus der Diskussion um das Geoengineering, also das CO2, was in der Atmosphäre schon gelandet ist, als Emission wieder zurückzuholen und klimaunschädlich zu machen. Und in der Diskussion wird immer wieder gesagt, dass wir diese negativen Emissionen brauchen, um überhaupt das 2-Grad-Ziel erreichen zu können. Also Humusaufbau hängt immer mit dem CO2 in der Atmosphäre zu tun und kann Klimaschutz bedeuten. Wir haben aber in den letzten 2000 Jahren schon sehr viel Humus verloren. Und das ist hier dargestellt auf einer Zeitachse, die letzten 2000 Jahre. Das sind über 120 Petagramm Kohlenstoff, der aus dem Boden verloren gegangen ist durch Humusabbau. Und das passiert, wenn Wald umgewandelt wird in Acker- und Grünland. Wir haben unsere landwirtschaftlichen Flächen immer weiter ausgedehnt, ganz besonders in den letzten 200 Jahren, und dadurch sehr viel Kohlenstoff verloren, sehr viel Humus verloren aus den Böden. Und da ist die Idee, diesen Kohlenstoff, den man verloren hat, kann man den nicht wieder zurückholen, zumindest teilweise. Humusaufbau also für den Klimaschutz. Das sieht auch die Europäische Union so, die jetzt für 2030 das Ziel ausgegeben hat, den Kohlenstoffaufbau von 0,1 bis 0,4% pro Jahr zu schaffen auf Ackerland. Diese 0,4% sind genau diese 4 Promille, die da im Raum schwebten von dieser theoretischen Zahl, wo man diese großen Pools gegenübergehalten hat. Außerdem sollen die Moorböden besser geschützt werden. Da komme ich später noch drauf. Also hier eine Hoffnung, dass man hier Klimaschutz machen kann mit Humus. Genauso sieht es auch die Bundesregierung. Seit kurzem haben wir endlich ein Klimaschutzgesetz und einen Klimaschutzplan, der für alle Sektoren klare sektorale Minderungsziele vorgibt. Und hier sind die Minderungsziele im landwirtschaftlichen Bereich bis 2030, die liegen bei 31 bis 34%. Wir haben schon eine ganze Menge dadurch geschafft, aber wenn man ehrlich ist, ist das meiste nur geschafft worden durch den Zusammenbruch von Teilen der Landwirtschaft, insbesondere der Tierhaltung in den 90er Jahren in Ostdeutschland. In der Landwirtschaft ist es richtig schwierig, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, denn die Emissionen kommen meistens aus dem Boden oder aus dem Verdauungstrakt von Tieren, und da ist es besonders schwer, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Wie viel Humus haben wir überhaupt in deutschen Böden? Das war eine gute Frage und das wusste man bis vor kurzem gar nicht. Unser Institut hat von 2012 bis 2018 die erste Bodeninventur, die Bodenzustandserhebung Landwirtschaft in Deutschland durchgeführt, um überhaupt erstmal festzustellen, wie viel Humus haben wir überhaupt da. Wir haben an über 3000 Standorten bis in 1 Meter Tiefe gebohrt, hier mit Rammkernsonden und Bodenprofile aufgenommen, um Humusvorräte, um Bodenkohlenstoffvorräte zu bestimmen. Wir haben alles Mögliche daran gemessen an den Proben und haben ein riesiges Bodenarchiv, was man hier sehen kann. Außerdem haben wir von den Landwirten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, Bewirtschaftungsdaten. Wir wissen also, was auf diesen Flächen passiert ist, was sie dort angebaut haben. Böden in Deutschland sind extrem variabel und sehr spannend. Man sieht das hier so ein bisschen, und genauso variabel sind auch die Humusvorräte. Angefangen hier von so einem steinigen Boden irgendwo in Rheinland-Pfalz, wo auch Ackerbau drauf betrieben wird, bis zu diesen Böden, die hier ganz dunkel gefärbt sind. Das ist ein Erdniedermoor. Hier haben wir fast 700 Tonnen Kohlenstoff in diesem Boden bis 1 Meter Tiefe. In diesem steinigen Boden haben wir nur 13 Tonnen drin, und dazwischen haben wir alles mögliche an Variabilität. Es ist nämlich gar nicht so einfach mit dem Humus. Man kann ihn nur schwer vorhersagen, wo man wie viel findet. Die Inventur hat auch das ganz deutlich gezeigt. Der meiste Kohlenstoff ist in Moorböden, wir sagen dazu organischen Böden, gespeichert. Das sind im Durchschnitt 500 Tonnen Kohlenstoff pro Hektar, während in den normalen Böden, die mehr als 90% unserer
Äcker und Wiesen ausmachen, da haben wir nur so um die 100 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. 30-40% mehr im Grünland als im Acker. So sieht die Karte aus. Ein buntes Mosaik. Regionen, wo wir mehr Kohlenstoff haben, Regionen, wo wir weniger haben. Und wir sind immer noch daran zu erklären, warum ist wie viel Kohlenstoff da. Man sieht hier in Nordwestdeutschland, hier sind diese Moorböden, die sind oft drainiert und landwirtschaftlich genutzt, aber sie haben immer noch wesentlich mehr Kohlenstoff als die anderen Böden. Hier im süddeutschen Voralpenraum haben wir viel Grünlandböden, die haben auch besonders viel Kohlenstoff. Insgesamt ist in landwirtschaftlichen Böden mehr Kohlenstoff gespeichert als in deutschen Wäldern, weil wir haben auch mehr Fläche, landwirtschaftliche Fläche. Und insgesamt ist in deutschen Ökosystemen 5 Milliarden Tonnen organischer Kohlenstoff bis in 1 Meter Tiefe gespeichert. Das ist eine riesige Menge. Es ist 20 mal so viel, wie wir jährlich emittieren. Wie funktioniert jetzt Humusaufbau? Können wir damit wirklich Klimaschutz erreichen? Humusaufbau funktioniert immer über die Photosynthese der Pflanze. Die Pflanze muss erst das CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen und wenn die abstirbt, egal ob die Wurzeln oder die Blätter, dann wird aus diesen Pflanzenresten wird Humus. Und dieser Humus kann entweder langfristig dort stabilisiert werden und Teile werden aber von den Bodenorganismen auch wieder abgebaut und veratmet zu CO2. So schließt sich der Kreis. Humus befindet sich also in einem ständigen Aufbau und Abbau und damit Humus erhalten wird, muss er gefüttert werden. Der Boden muss gefüttert werden mit Biomasse, mit Pflanzenresten. Und da kommt es drauf an, was füttern wir dem Boden? Wurzeln sind sehr viel effektiver beim Humusaufbau als Stroh oder andere Biomasse. Deswegen sagen wir immer, viele Wurzeln, das ist gut, das hilft dem Humus. Wie viel Klimaschutz kann man jetzt machen? In Deutschland haben wir das mal hochgerechnet, welche Maßnahmen hier in der Landwirtschaft gut wären. Wir bräuchten mehr Zwischenfrüchte, mehr Permanentkultur, dass auch im Winter noch was auf dem Acker steht. Wir brauchen andere Fruchtfolgen, mehr mehrjährige Früchte, Luzerne, Kleegras, die können Humus aufbauen. Der Ökolandbau ist gut, weil er eben auch andere Fruchtfolgen hat und viel auf organischen Dünger setzt. Grünland, hatte ich schon erwähnt, ist viel besser als Acker. Wir können wieder Grünland, was wir verloren haben, zu Acker, aus Acker entstehen lassen und dadurch Kohlenstoff und Humus aufbauen. Und auch Agroforstsysteme und Hecken sind perfekte Speicher für Kohlenstoff und Humus. Wenn man all diese Maßnahmen tatsächlich umsetzen würde, sehr ambitioniert, würde man in Deutschland 3 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr sequestrieren können, speichern können. Das ist auf das Ackerland bezogen, nicht 4 Promille, sondern gerade mal 1 Promille und auf alle Böden in Deutschland bezogen 0,4 Promille. Dieses theoretische Ziel von 4 Promille können wir also, auch wenn wir ambitioniert sind beim Humusaufbau, nicht schaffen. In der Landwirtschaft werden schon sehr viele Treibhausgase verursacht, nämlich 11% der deutschen Treibhausgasemissionen kommen aus der Landwirtschaft. Und das Thünen-Institut ist zuständig für die Emissionsberichterstattung in diesem Bereich. Und das ist einmal der Bereich Landwirtschaft selber, wo wir Emissionen aus dem Boden haben durch die Düngung. Das ist der Wirtschaftsdüngermanagement und Lachgasemissionen aus Böden. Und hier rot die Wiederkäuer, also die Kühe, das Methan. Aber wir haben noch einen zweiten Sektor, der oft vergessen wird. Und das ist der Landnutzungssektor, der im landwirtschaftlichen Bereich auch nochmal eine ganze Menge Treibhausgasemissionen verursacht. Und das sind die drainierten Moore. Also 3% der nationalen Treibhausgasemissionen kommen von den Wiederkäuern, 4% durch die Stickstoffdüngung und nochmal 4% durch die Drainage von Moorböden. Und dann kommt noch was dazu, was wir in der Emissionsberichterstattung nicht einrechnen. Das ist Energieverbrauch, das ist die ganze Technik, die man braucht im Agrarbereich und so weiter. Also da sind Emissionen, da müssen wir runter und da könnte Humus was helfen.
Ich möchte es aber jetzt mal ins Verhältnis setzen. Wir haben immer noch 800 Millionen Tonnen CO2, die in Deutschland jedes Jahr emittiert werden. Und dazu noch 40 Millionen Tonnen durch die landwirtschaftliche Nutzung von Mooren. Und wenn man dem jetzt den Effekt von Humusaufbau gegenüberstellt, dann können wir mit 3 Millionen Tonnen durch Humusaufbau eben nur einen ganz kleinen Beitrag leisten zum Klimaschutz. Und dann ist natürlich auch die Option, nicht nur die Biomasse für den Humusaufbau zu nutzen, sondern daraus Bioenergiestoffe zu gewinnen, Stroh energetisch zu nutzen. Dann, wenn wir das Stroh energetisch nutzen, steht es nicht mehr zur Verfügung für den Humusaufbau und kann nur durch die Substitution fossiler Rohstoffe was für den Klimaschutz tun. Humusaufbau machen wir aber nicht nur für den Klimaschutz, sondern der ist auch wichtig für den Bodenschutz, den Erosionsschutz und für die Bodenfruchtbarkeit, die Nährstoffversorgung, die biologische Aktivität und die Wasserspeicherleistung. Und Klimaschutz durch Humusaufbau hat noch ein Problem, und das ist, dass Humus auch wieder verloren gehen kann. Wir können Humus aufbauen bis zu einem bestimmten Maß, aber wenn wir dann eine bestimmte Maßnahme, zum Beispiel Zwischenfruchtanbau, wieder aufhören, geht der Humus auch wieder verloren und damit ist auch der komplette Klimaschutzeffekt danach wieder flöten. Und das ist natürlich gefährlich, weil damit der Klimaschutz nicht sichergestellt ist langfristig. So, ein Beispiel, wie man das verhindern kann, ist, dass man Humus speichert in langfristig stabilen Strukturen, wie zum Beispiel Hecken oder Agroforstsystemen. Diese Hecken können nicht mehr so schnell weggeräumt werden. Dort ist der Humus relativ stabil gespeichert. Und das ist eine Maßnahme, die wir empfehlen, weil wir haben unheimlich viele Synergien. Hecken sind gut für die Biodiversität, für den Erosionsschutz. Die Agrarlandschaft ist ausgeräumt. Da kann man was tun, um da wieder mehr Leben hineinzubringen. Und Hecken sind ein perfektes Beispiel für Synergien zwischen diesen Zielen, Biodiversität, Naturschutz und Klimaschutz. Wenn wir aber über Humus an sich sprechen, dann müssen wir den Klimaschutz als nur einen Aspekt betrachten. Viel wichtiger beim Humus ist die Wasserspeicherleistung, die Bodenstruktur und all die positiven Dinge, die Humus bringt. Humus enthält viele Nährstoffe, ist auch für die Schadstoffretention wichtig und für das gesamte Bodenleben. Letztendlich geht es darum, mit Humus Erträge stabil zu halten in der Landwirtschaft, und Kohlenstoffspeicherung kann nur ein Teil von dieser Humusleistung sein. Humus ist der zentrale Indikator für Bodenfruchtbarkeit. Und wir haben sehr viel Diskussion schon um Humuszertifikate, und Humus könnte uns doch retten und Klimaschutz machen. Aber Humus sollten wir primär machen für die Bodenfruchtbarkeit und nicht so sehr für den Klimaschutz. In dem Sinne danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und bin offen für all Ihre Fragen. Ja, vielen Dank. Dann sind wir ja sehr schnell auch durchgekommen, aber das ist ja auch vielleicht ganz schön, weil wir jetzt viele Fragen beantworten können und viel diskutieren können. Ich bitte jetzt alle, die vielleicht eine Frage haben, entweder mir oder in den Chat, wie sie das wollen, reinzuschreiben. Ansonsten, während die Leute das vielleicht machen, kann ich ja schon mal mit der ersten Frage anfangen. Und zwar, Sie hatten eine Folie historischer Zielverlust, relativ so im ersten Drittel. Und da schien das, dass quasi die Entwicklung des Kohlenstoffverlustes in den Böden gezeichnet worden. Und da sah es am Ende so aus, Richtung heutige Zeiten, dass es eine Trendumkehr gab. Sieht man das in den letzten Jahren, dass der Verlust quasi
ein Plateau erreicht hat und sich vielleicht sogar umkehrt im globalen Maßstab? Oder sehen wir immer noch einen Anstieg? Genau. Also wir haben immer noch ungefähr 15% der Treibhausgasemissionen global stammen aus Landnutzungsänderung, hauptsächlich aus tropischer Entwaldung. Und das ist ein Phänomen, was immer noch andauert und wo wir ja auch Negativbeispiele in Brasilien sehen, wo das wieder deutlich verstärkt stattfindet. Und immer wenn wir Entwaldung haben, verlieren wir eben nicht nur die Biomasse und den Wald und die Biodiversität, sondern auch Humus aus dem Boden. Diese globalen Zahlen werden ein bisschen, es sieht ein bisschen besser aus in den letzten Jahren, weil wir in den nördlichen Breiten, in Industrieländern so eine Umkehr haben. Dort haben wir wieder einen Aufbau von Waldflächen und dadurch gleicht sich das so ein bisschen aus. Aber Entwarnung kann man da noch nicht geben. Wir haben immer noch viel zu viel Verlust an Wäldern und damit auch an Humus. Okay, dann Dankeschön. Es wird gerade an einer Frage gefeilt anscheinend im Chat. Die sollte gleich kommen. Zögert nicht zu fragen. Aber ansonsten würde ich dann, wenn nicht gleich was kommt, schon quasi sagen, wir können ja erstmal bei den Fragen bleiben, die sich direkt um den Vortrag anschließen, aber auch vielleicht das größere Thema Richtung politische Steuerung und Maßnahmen und so weiter diskutieren. Aber jetzt ist eine Frage reingekommen und zwar zum Thema Moore. Lässt sich das Drainieren der Moore rückgängig machen und dadurch wieder CO2 im Boden speichern? Das ist eine gute Frage. Und man kann das machen. Es ist aber nicht so einfach mit dem Moorbodenschutz, weil man muss erstmal Wasser haben, man muss die technischen Voraussetzungen haben und man muss erstmal die Landwirte gewinnen. Es wurde über Jahrzehnte hinweg wurde immer gesagt, landwirtschaftliche Flächen gewinnen, Moore trainieren ist etwas Gutes. Das ging bis in die 70er, 80er Jahre hinein, dass man stolz war, wenn man Moore kultiviert hatte. Und wenn man jetzt diese Leistungen der Großväter wieder umdrehen will und sagen, nein, das, was wir da gemacht haben, war nicht die richtige Geschichte, wir wollen das umdrehen und da, wo jetzt ein Mais draufsteht, soll in Zukunft wieder ein Moor wachsen zu können, da müssen wir sehr viel bewegen. Das sind dicke Bretter, die man da bohren muss. Der Kohlenstoff, der Torf, der da schon degradiert ist und zu CO2 geworden ist, der kann durchaus schon tausende von Jahren sich da langsam akkumuliert haben, der ist weg. Aber wir können verhindern, dass wir weiterhin jedes Jahr 40 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland haben. Und das ist ja nicht nur in Deutschland, wir kennen auch die tropischen Moore, Indonesien, Palmenplantagen, da ist es ähnlich. Da haben wir auch unheimlich viel Kohlenstoff in Form von Torf gespeichert. Und dann müssen wir mit den Flächennutzern zusammen einen Weg finden, wie wir diese Drainage stoppen. Und dann stoppen wir erstmal die Emissionen. Und langfristig, wenn genügend Wasser da ist, könnte dann, auch wenn die Nutzung komplett aufgegeben ist, dort wieder ein Moor wachsen und Moore nehmen auch wieder einen Kohlenstoff auf. In Mooren gibt es immer noch die Methanemissionen, aber im Verhältnis spielen die keine Rolle. Also das, ein Moor ist im Prinzip klimaneutral. Ein natürliches Moor, sagen wir so, ne? Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Es gibt die nächste Frage wäre, welche Methoden es in der Landwirtschaft gibt, den Humusanteil der Böden zu verbessern? Agroforst, Gründüngung, Mulchen, was ist mit Kompostierung? Ja, das ist eine wichtige Frage und da komme ich auf das zurück, was ich Ihnen hier so ganz simpel gezeigt hatte, wie Humus entsteht. Er entsteht immer aus Biomasse und die muss irgendwo herkommen. Biomasse, die durch Pflanzen gebunden wird. Und das Interessante ist, ob ich jetzt diese Pflanzen direkt vor Ort auf dem Acker lasse und dort zu Humus werden lasse oder ob ich sie abernte und zu Kompost mache
oder zu Gärresten und dann den Kompost oder die Gärreste wieder auf den Acker bringen. Das ist für den langfristig stabilen Humusteil egal. Es werden immer 70%, 80%, 90% der Biomasse abgebaut und nur ein kleiner Teil bleibt übrig. Und entscheidend ist hier, wie viel Pflanzenreste stehen zur Verfügung für den Humusaufbau. Und oft wird die Kompostanwendung als eine Maßnahme zum Humusaufbau propagiert. Das ist für die einzelne Fläche auch richtig. Wenn man dort Kompost draufpackt, kann man dort Humus speichern. Aber der Kompost muss auch irgendwo herkommen. Und dann entsteht er meistens aus Biomasse, die von anderen Flächen kommt, die dann von anderen Flächen abgezogen wurde und letztendlich in die Kompostanlage kam. Und diese anderen Flächen, die dann nicht mehr die Pflanzenreste haben, weil sie zu Kompost abtransportiert wurden, die verlieren Humus. Es ist für das Klima dann ein Nullsummenspiel, die Kompostanwendung. Und deswegen sagen wir, Kompost ist für die einzelne Fläche gut, aber für den Klimaschutz macht es keinen Unterschied, ob man jetzt viel Kompost hat oder wenig. Wichtig ist, dass Pflanzenreste übrig bleiben, die im Boden zu Humus werden können. Ich weiß nicht, ob das nicht zu kompliziert jetzt schon war, aber stellen Sie sich vor, auch Kompost muss ja aus Pflanzenresten erstmal aufgebaut werden. Und wo sollen die herkommen? Und da kommt es ganz schnell zu Leakage-Effekten, die Ihnen vielleicht was sagen, Verdrängungseffekten, dass man zwar auf der einen Fläche durch Kompost viel Humus aufbaut, aber der Kompost musste ja aus irgendeiner Pflanzenmasse entstehen und die kam von anderen Flächen und dort entzieht man mit diesen Pflanzen dann auch Kohlenstoff. Also können wir quasi davon ausgehen, dass Erntereste geräumt werden vom Acker von Bauern und Bäuerinnen? Ist das so richtig verstanden? Ja, der Landwirt kann entscheiden, will er das Stroh auf dem Acker lassen oder will das abräumen? Will er die Gründüngung abräumen und in die Biogasanlage machen oder pflügt das direkt ein? Also da gibt's in der Landwirtschaft viele Stellschrauben, wo er entscheidet, ernte ich das Ganze jetzt ab oder nicht? Zum Beispiel haben wir Silomais und Körnermais. Beim Silomais wird die ganze Pflanze abgeerntet, alles raus, alles weg vom Acker. Beim Körnermais wird nur der Kolben, die Körner, abgeerntet und die ganzen Blätter und Stängel und alles bleibt auf dem Acker. Also da entscheidet man sehr stark darüber, wie viel Pflanzenreste übrig bleiben auf einem Acker, um Humus werden zu können und wie viel abtransportiert werden. Darauf, auf diesem Punkt auch quasi, was sind Anreize, Erntereste auf dem Acker zu lassen, können wir ja gleich nochmal zurückkommen. Aber ich würde jetzt nochmal auf eine Frage im Chat eingehen. Und zwar, mehr Humus in der Landwirtschaft würde doch auch weniger mineralischen Dünger bedeuten, oder? Und der hat doch große negative Konsequenzen für Böden und Gewässer. Ja, das ist genau ein richtiger Punkt. Die organische Düngung, egal ob Kompost oder Stallmist oder was man auch nimmt, ist wichtig für ein effektives Nährstoffrecycling in der Landwirtschaft. Dass wir die Nährstoffe, die da drin sind, nutzen und dass wir nicht so viel mineralischen Dünger brauchen, weil die Herstellung von mineralischem Dünger ist sehr energieintensiv. Und je effektiver wir diese organischen Dünger nutzen, je besser ist es. Aber wir können natürlich die mineralischen Dünger oder den Stickstoff, der da drin ist, nicht beliebig vermehren. Auch nicht mit Kompost kriegen wir die vermehrt. Der Stickstoff, der im Kompost ist, muss irgendwann mal in der Pflanze sein, aus der der Kompost entstanden ist. Und die muss irgendwo herkommen und gewachsen sein und dabei diesen Stickstoff aufgenommen haben. Man sieht, das ist immer ein Kreislauf und man muss in diesen Kreisläufen denken und auch in diesen, ja, die Skalen denken, dass man nicht nur die einzelne Fläche sieht, sondern mindestens den Betrieb oder die ganze Region, um dieses Recycling zu verstehen. Okay, ich hoffe, das beantwortet auch die Frage. Gerade kam noch eine Frage, die wollen wir auch noch aufgreifen. Genau, und das ist auch, die greift ein Thema auf,
wofür vielleicht auch jetzt einen Schritt weitergehen wollen. Gibt es bei dem Thema konkrete Empfehlungen des Thünen-Instituts an die Politik? Beziehungsweise wie kann man es schaffen, dass die beschriebenen möglichen Maßnahmen auch umgesetzt werden? Und jetzt kommt das Stichwort, wo ich auch noch zukommen wollte, Stichwort GAP, also gemeinsame Agrarpolitik der EU. Ja, wir sind ja ein Forschungsinstitut, was zum Bundeslandwirtschaftsministerium gehört, aber unabhängig Forschung macht, und wir beraten das Landwirtschaftsministerium in allen Fragen, auch eben zum Klimaschutz, und wir haben etliche Vorschläge vorgelegt, wie man mit dem Klimaschutz weiterkommen kann. Und eine zentrale Schraube ist die GAP, weil da einfach sehr viel Gelder verteilt werden und wo wir sehr dafür plädieren, dieses Geld nicht flächenmäßig zu verteilen, sondern anhand von bestimmten Umweltmaßnahmen, die die Landwirte umsetzen, verteilt werden. Und letztendlich muss das alles aufeinander abgestimmt werden. Also ein effektives Nährstoffrecycling hilft zum Beispiel dem Klimaschutz, aber auch dem Bodenschutz und dem Humusaufbau. Es gibt da viel zu tun. Für die Umsetzung muss man aber immer die Landwirte mit an Bord haben. Und da ist es so, dass wir herausgefunden haben, dass nur ein Viertel der Landwirte überhaupt mal eine Humusanalyse gemacht hat von ihren Äckern und Wiesen. Die wissen also eigentlich gar nicht, wie viel Humus da ist. Und da ist für mich so ein Ansatzpunkt bei den Landwirten, wenn sie erstmal eine Analyse haben und sehen, okay, ich habe jetzt so und so viel Humus und vielleicht nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten sieht man, oh, es geht runter, dann bekommen die auch ein Gefühl für diesen Humus und wissen, dass sie sich darum kümmern müssen. Und so sehe ich es auch mit anderen Maßnahmen. Wir müssen die Landwirte überzeugen, denn die sind letztendlich diejenigen, die die Maßnahmen umsetzen müssen. Und von der Politik muss das mit entsprechender finanzieller Förderung ausgestattet werden. Der BUND hatte ja auch vor der Festsetzung des neuen Haushalts des GAPs gefordert, dass mehr Geld oder mehr Förderung in Bezug auf humusfreundliche Landwirtschaft aufgewendet wird. Sag ich mal, gab es da jetzt einen Wechsel oder eine Steigerung, was diese Förderung angeht? Dieser neue Haushalt des GAPs ist ja quasi erst einige Wochen alt. Hat sich da etwas geändert? Also die GAP, die gemeinsame Agrarpolitik, setzt in Europa den Rahmen, aber die konkrete Umsetzung, da hat man bei dieser Periode den Ländern mehr Spielraum eingeräumt. Und die genaue Ausgestaltung in Deutschland ist noch nicht abgeschlossen. Das wird erst nächstes Jahr laufen. Und die Diskussionen dauern an und letztendlich kann man nur hoffen, dass viele klimafreundliche Maßnahmen, die schon in der letzten GAP-Periode integriert waren, dass die gestärkt werden. Zum Beispiel Zwischenfruchtanbau. Das war was in der letzten GAP schon als Greening-Maßnahme mit drin war und was zu einer deutlichen Steigerung des Zwischenfruchtanbaus geführt hat. Sie kennen auch die Blühstreifen, ne? Das sind alles Dinge, die entstanden sind über die entsprechende zweite Säule Förderung der GAP. Und da können, da muss man weiterkommen. Und da ist es gut, wenn Druck aufgebaut wird, eben nicht nur von Experten, sondern auch von der allgemeinen Öffentlichkeit. Und ich sehe das sehr positiv, dass die Landwirtschaft immer stärker in den Fokus gerät, auch von ganz normalen Menschen, die nicht damit tagtäglich zu tun haben, und dass da das eingefordert wird, eine Landwirtschaft, die nachhaltiger ist und klimafreundlicher. Okay, dann wollen wir nochmal auf zwei Fragen eingehen, die im Chat gestellt wurden, aber ich versuche die mal zusammenzustellen.
weil die, glaube ich, sehr ähnlich sind. Die erste Frage ist, gibt es technische Möglichkeiten, Moorsubstrat oder Ähnliches aus Pflanzenresten mit höherem Wirkungsgrad herzustellen? Und könnte man so etwas zum Beispiel in stillgelegten Bergwerken speichern? Und die zweite Frage ist, ob man die mineralische Substanz bei der Biogasherstellung übrig bleibt, wieder in den Acker zu bringen. Also genau, um die wichtigsten Mineralien nicht zu verlieren. Also hier geht es nochmal um die Speicherung und vielleicht auch um den technischen Aspekt oder einen künstlichen Aspekt. Ja, also danke für die Fragen. Das ist dieser Klimablickpunkt. Und wenn man diesen hat, dann geht es nur darum, irgendwie den Kohlenstoff festzuhalten und zu speichern. Und man verliert ein bisschen aus dem Auge, dass das gesamte Bodenleben, alle Tiere, Bakterien, Bakterien, Pilze, Würmer, die leben vom Humus. Und wenn wir den umwandeln würden in ein Substrat, was nicht mehr abbaubar ist, Kohle ähnlich, Pflanzenkohle, Biokohle ähnlich, dann hätten die nichts mehr zu futtern und würden sterben. Also wir brauchen auch diesen ständigen Abbau von Humus, der gehört dazu. Und wir wollen auch nicht Kohlenstoff nur des Kohlenstoffwillens speichern. Also diese Idee einfach rein in irgendwelche Bergwerke. Das könnte man machen, aber dann würde man aus dem Blick verlieren, dass wir im Moment die Synergien, die sich ergeben aus Klimaschutz und anderen Zielen, noch zusammendenken sollten. Und das nutzen so stark wie möglich. Und gerade im Landwirtschaftsbereich und gerade beim Humus sehen wir diese Synergien. Humus kann unheimlich viel leisten für die Ökosystemfunktionen des Bodens. Ist sehr wichtig für die Bodenfruchtbarkeit. Und es wäre schade, wenn man sagt, na ja, wir lassen das mit dem Humus bleiben. Wir nehmen die ganzen Pflanzenreste, verkohlen die und packen die auf eine Deponie oder in ein Bergwerk. Dann wären die gesamten Synergien dahin. Und wir hätten zwar vielleicht was für den Klimaschutz erreicht, aber was hilft es, wenn nachher die Böden nicht mehr fruchtbar sind? Wenn nachher die Böden in ihrer Produktivität nachlassen, dann brauchen wir auf einmal mehr Flächen, um unsere Nahrung anzubauen. Und dann weitet sich die landwirtschaftliche Fläche aus. Und wo weitet sie sich aus? Zu Lasten von Waldflächen. Und dann haben wir weitere Entwaldungen. Das sind indirekte Effekte, indirekte Landnutzungsänderungen, die entstehen können, wenn wir nicht die verschiedenen Funktionen gleichzeitig denken. Und eine Funktion in der Landwirtschaft und von Humus muss eben auch sein, die Produktivität und die Fruchtbarkeit zu erhalten. Ich habe eben das Stichwort Biokohle schon genannt. Es gibt da eine ganz heiße Diskussion, dass eben Biokohle helfen könnte, dass man Pflanzenreste zu Kohle umwandelt und dass sie auch für den Boden gut sein kann. Das ist in tropischen Ländern tatsächlich der Fall, wo die Böden sehr ausgelaugt sind und wo man mit der Biokohle überhaupt erstmal die Bodenfruchtbarkeit auf ein vernünftiges Niveau bekommt. Dort kann so eine Biokohle vielfältig positiv wirken. Bei uns stellen wir fest, dass die Biokohle eigentlich kaum positive Wirkung hat auf die Produktivität und Fruchtbarkeit der Böden und dass sie obendrein sehr teuer ist. Und das muss man eben sich auch noch mal überlegen, wenn man Klimaschutz machen will, sollte man ihn immer so machen, dass er möglichst effizient und kostengünstig ist. Und effizient dazu gehört eben auch, die Synergien zu maximieren, die durch den Klimaschutz mit anderen wichtigen Zielen, Umweltzielen verbunden werden kann. Und dann die andere Frage, ist es nicht wichtig, auch Biogas, Gärreste, das ist das, was übrig bleibt bei der Biogasherstellung, wieder zurückzubringen auf dem Acker, ganz klar. Und das wird auch gemacht. Die Gärreste sind eine ganz wichtige Quelle für Nährstoffe, insbesondere Stickstoff, aber auch Phosphor und Kalium. Das wird getan und ich hatte es schon angedeutet, hilft auch dem Humus. Man muss aber bei den Gärresten bedenken, dass dieser Stickstoff fast schon wie mineralischer Stickstoff sehr leicht verfügbar ist. Das heißt, er kann sehr schnell ausgewaschen werden. Er kann sehr schnell verloren gehen als Lachgas und damit klimawirksam werden.
Und das wollen wir alles nicht. Und das sind Verluste, die zu vermeiden sind. Und deswegen ist es nicht so einfach, mit diesen Gärresten umzugehen und die ganz effektiv anzuwenden nachher. Okay. Ja, also mit dem Blick auf die Zeit würde ich jetzt noch sagen, eine Frage ist noch drin, vor allem, weil wir ja zwischendurch noch genau, eine Frage kam noch, wie ist Terra Preta als Methode zu bewerten? Ja, Terra Preta ist das, was ich eben angesprochen habe mit der Biokohle. Terra Preta ist ein besonderer Boden, den man im Amazonas gefunden hat, der extrem fruchtbar ist, während alle Böden in direkter Nachbarschaft sehr ausgelaugt und nicht sehr fruchtbar sind. Und die Terra Preta ist nicht natürlich entstanden, sondern anthropogen durch Menschen, die wahrscheinlich vor vielen hundert Jahren dort organisches Material, teilweise verkohltes Material, Knochen, Kompost über Jahre und Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte angereichert haben in diesen Böden. Die sind tief schwarz und voll mit Kohlenstoff. Und das versucht man eben in Form von Pflanzenkohle, die man künstlich herstellt und aus dem Boden schmeißt, nachzubilden und zu bauen. Das kann man aber auch nur als eine Annäherung an diese Terra Preta verstehen, denn diese Terra Preta ist nicht innerhalb von Jahren entstanden, sondern wie gesagt sehr langfristig und langsam. Auf bestimmten Böden, wie gesagt, wo die Bodenfruchtbarkeit niedrig ist, da macht das sehr viel Sinn, diese Maßnahmen einzusetzen. Aber auf unseren Böden in Deutschland, die insgesamt sehr fruchtbar schon sind, da sind die Effekte so niedrig, dass sich das im Moment nicht lohnt, weil eine Tonne Biokohle viele hundert Euro ist und man braucht viele tausend Tonnen, um so einen Terra Preta-Boden aufzubauen. Okay. Danke für die Fragen aus dem Chat und danke an die Teilnehmenden. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei Dr. Axel Donn, dass Sie sich die Zeit genommen haben für diesen wirklich spannenden Vortrag. Ich glaube, ich hatte mir auch so viele Fragen notiert und ich glaube, es hätte auch noch viele Fragen aus dem Chat gegeben. Ich glaube, hätte man noch lange viel diskutieren können, aber wir wollen es jetzt bei der Zeit belassen. Der Chat bedankt sich, ich bedanke mich auch, die Students for Future bedanken sich und vielleicht kann man ja auch noch mal irgendwann ein Update machen. Gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank euch und viel Erfolg noch weiterhin. Danke Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So, ich